Frau Präsidentin, die AfD fordert eine Streichorgie für den EU-Haushalt und für die EU-Bürger. Was den Konzernen hingegen nützt, das soll erhalten und auch mehr werden. Da ist im AfD-Antrag zu lesen, ich zitiere, dass bei der Strukturpolitik eher auf Steuererleichterungen für Unternehmen als auf Subventionen zu setzen sei. Mit Subventionen meint die AfD die EU-Fördergelder für Straßen, Schulen, Schwimmhallen, auch besonders im Osten unseres Landes, die damit finanziert werden. Das erkennt man immer an diesen Schildern, wo dann bei den Projekten steht, gefördert mit den Mitteln der EU. Die AfD will bei Landwirtschaft auch streichen und bei Kohäsion, zu Deutsch, bei sozialem Zusammenhalt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es reicht jetzt nicht, wenn wir uns gegenseitig alle hier versichern, wie unterirdisch der AfD-Antrag ist. Nötig sind auch ein paar grundlegende Erklärungen zum Staatswesen allgemein, sei es nun zum Staatswesen EU sui generis oder zum traditionell bekannten Nationalstaat, den auch ich nicht auf den modischen Abfalleimer werfen möchte. Es gibt nämlich keine Zivilisation ohne Staatswesen und auch kein Staatswesen ohne nicht zumindest ein Minimum an Umverteilung von oben nach unten, von den Superreichen zu der breiten Mehrheit. Ansonsten würde ein Staat, dessen Bürokratie nur die Superreichen bedient, die breiten Mehrheiten und die unteren Gehaltsgruppen vor den Kopf stoßen. Das ist übrigens der Grund, weshalb wir einen so großen Rückhalt für unser Grundgesetz haben und warum die EU an Rückhalt verliert. Es ist die mangelnde Sozialstaatlichkeit, worauf Gewerkschafter, Linke, Attac und viele andere immer hingewiesen haben. Artikel 14, 15 im Zentrum. Das ist der eigentliche Kern des Widerspruchs von Linken, von Gewerkschaften, übrigens auch von der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer in der SPD, gegen alle Sozialkürzungen. Seien sie jetzt in der EU oder in Deutschland, in Griechenland, in Portugal oder anderen Nationalstaaten. Die AfD legt mit ihrem Plädoyer für Steuerkürzungen aber die Axt an jedes Staatswesen, an die EU und an den Nationalstaat, den sie vorgeben, zu verteidigen. Das ist die Kernfrage. Sie sind eigentlich Gegner jeglichen zivilisierten Staatswesens. Das ist der Kern. Und darum, ja, das glaube ich, Herr Gauland, das glaube ich zutiefst. Darum auch das AfD-Bekenntnis, Herr Gauland, vom 13. Dezember 2017 hier am Mikrofon, als sich hingestellt haben und tatsächlich ein Plädoyer für die Panama Papers, für die Steuerhinterzieher in den Briefkästen von Panama hier gehalten haben, mit Hilfe der Deutschen Bank. Darum auch die Bekenntnisse zu den Kürzungsorgien. Die Linke will keine EU mit mehr Konzerndienerei. Bei Ihnen wird jede Kontrolle für die Konzerne runtergefahren, weil Sie das in den großen Topf des Bürokratismus versuchen reinzuwerfen. Wir brauchen, jeder Staat braucht auch eine bürokratische Kontrolle von Konzernen und Superreichen. Denn die sind diejenigen, die sich dann auch oftmals der staatlichen Mittel bedienen. Die AfD bekennt sich in ihrem Antrag auch jetzt wieder zur NATO. Das haben Sie ja durchgesetzt auf Ihrem Parteitag, Herr Gauland, zu deutschen Rüstungskonzernen und begrüßt, ich zitiere, die militärische Mobilität. Was ist das denn anderes als den Ausbau für NATO-Panzer auch an die russische Grenze, wo Sie dann ansonsten sich dagegen äußern? Was ist das anderes, die militärische Mobilität? Was ist das anderes? Und deswegen kann ich nur sagen, die AfD verkündet dem Sozialstaat den Krieg. Wer Frieden und Sozialstaat sichern will, sollte nicht neoliberal, darf aber auf gar keinen Fall rechts wählen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Dieter Dehm. Nächste Rednerin.